Seid ihr herzlich willkommen. Wie geht es weiter in die Liebe? Das schauen wir an bei diesem Liebesorakel. Die Hauptthema erscheint hier. Diese Schlange kann Heilung sein oder Erneuerungsprozessen, Veränderungen wie eine Neugeburt. Aber diese Schlange kann auch eine Frau auch sein. Wir sehen wir nicht, noch nicht, was diese Frau möchte. Kann eine gutmütige Frau sein, wie eine Freundin zum Beispiel, oder kann eine Rivalin auch sein. Wir schauen an, was die Karten zeigen. Wie geht es weiter in die Liebe? Das ist hier die Frage. Dieses Schiff zeigt Hoffnung. Die Hoffnung besteht, dass diese Frau hilft. Diese Karte kann auch Reisen, Auslandskontakten auch bedeuten, dass diese Frau ist auf die Reise oder lebt im Ausland. Dieser Buch kann Wissen sein, wie zum Beispiel Heilwissen oder Schulungen lernen. Aber weil dieses Buch offen ist, zeigt hier Offenheit. Und wie geht es weiter in die Liebe? Dieser Anker zeigt die Grundbedürfnis, verankert zu sein, zwar in die Liebe, Sicherheit und Stabilität. Und dieses Schiff bedeutet die Hoffnung. Aber Anker symbolisiert oft Beruf und Berufung. Das kann die heilerische Beruf sein oder die Verbindung zu dieser Frau, etwas noch lernen und etwas aufbauen beruflich. Und dieses Herz bedeutet, wenn du mit Herz und Seele dabei bist. Oder Liebe im beruflichen Umfeld und das kann auch Gesundheitsthemen, also dieser Bereich auch sein. Dieser Berg bedeutet noch Hindernisse und unterhalb vom Berg erscheint diese Peitsche, was weh tut. Und es kann sein, du hast erlebt etwas in Vergangenheit, weil jemand dich verletzt hat. Also kommen schmerzhafte Erinnerungen, das blockiert dich. Dann bedeutet diese Schlange die Heilung. Und dieses Schiff natürlich die Hoffnung dazu. Kann auch sein, dass diese Dame dich verletzt hat. Sucht wieder den Kontakt und sie ist etwas blockiert. Oder dieser Berg kann sein, die Wintermonate, dass bis Wintermonaten kommen hier Veränderungen beruflich und in die Liebe auch. Diese Schlange kann auch sein Partnerin oder Ex-Partnerin auch sein. Und er hat hier Schwierigkeiten mit dieser Frau. Sie haben Streitigkeiten, aber weil zwischen den beiden so läuft, ist für dich die Hoffnung, dass er diese Offenheit zeigt und kommt bei dir an, zeigt diese Anker, Sicherheit, Stabilität in die Liebe. Er hat das Gefühl, bei dir angekommen zu sein, verankert fühlen. Wie geht es weiter in die Liebe? Dieses Haus kann sein Zuhause oder seine Familie sein und die Fische zeigen die Finanzen. Kann auch bedeuten, dass sie in Trennung sind und es handelt sich um Geld und um Immobilie.
Und diese Frau macht hier Schwierigkeiten. Die beiden Karten können auch die Hoffnung vermitteln, dass ihr habt hier eine gemeinsame Zuhause und finanzielle Sicherheit und Stabilität. Wobei diese Karte zeigt auch die inneren Werte. Auch du bist für ihn wertvoll. Wie geht es weiter in die Liebe? Hier ist die Kraft und die Stärke und er wird das alles bewältigen. Die Sense kann sein Trennung bedeuten. Mit Schwierigkeiten und Streitigkeiten wegen Immobilie oder wegen Finanzen, aber er wird die Kraft zeigen. Dieser Bär kann auch ein Anwalt oder ein Richter auch sein. Was diese Sense noch bedeutet, wenn etwas plötzlich unerwartet kommt. Hier ist die Seelenreise, seine Offenheit, die Stabilität in die Liebe. Hier ein Zuhause, die finanzielle Kraft und Stärke. Aber im Hintergrund ist eine Frau, macht Schwierigkeiten, es sind noch Streitigkeiten da und diese Karte kann die Trennung bedeuten. Und das war dieser Liebesorakel. Wie geht das weiter in die Liebe? Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.